Heute ist Dienstag und ich trage das hellgrüne Hemd, weil ich weiß, es gibt eine Regelung, eine Regel in den Strahlungen. Die Strahlungen sind heute so, dass es im Hellgrün strahlt, aus dem hellen Smaragd durchglühten Strahl. Der Smaragd glüht und durchstrahlt alles. Auch das ist Smaragden. Die Buchenblätter im Licht, das ist Smaragd. Tja, so trage ich nun dieses schöne Hemd und denke an meinen Freund in der Lichtschar. Er ist sehr streng und er nimmt die Reihenfolge der Wochentage sehr ernst. Ich finde das gut. Eine Zeit lang kann man das machen und man spürt dann auch die Kräfte, die da sind. Am Montag das Hellblau, am Dienstag das Hellgrün, am Mittwoch das Hellrosa, am Donnerstag das kräftige Gelb, am Freitag das lichte, silbernglanzende, am Samstag das helle Weiß und am Sonntag das strahlende Weiß zu Ehren Gottes. Auch der Wochentag nimmt eine andere Ordnung an, später auf der neuen Erde, denn es beginnt mit dem Sonntag, der Wochentag. Ja, also, wir wollen jetzt einmal weitergehen und uns vertiefen in die heutige Zeit. Die Stunde hat also nur noch 45 Minuten. So sagte mir einige aus der Lichtschau. Als ich das in den Zahlen anschaute, sah ich, ja, es ist so. Wir haben nur noch 45 Minuten für eine Stunde. Das heißt, alles wird gedrängt in die Stunde hinein mit so einer vehementen Schnelligkeit, dass es die Menschen nervig macht, die nur irdisch materiell unterwegs sind. Die anderen aber, die Geistiges haben in sich, werden mindestens die Hälfte von 45 Minuten für ihre geistige Tätigkeit nehmen. Denn sie wissen, Geistiges überstrahlt alles und ich muss nur noch die Hälfte von dem allem Irdischen tragen, bewerkstelligen, arbeiten. Tja, 45 Minuten hat nur noch die Stunde. Was bewirkt denn das? Wenn wir in die Ursache gehen, so hat Gottes Wille diese Kräfte losgeschickt. Gottes Kraft ist also diejenige treibende Kraft, die die Schnelligkeit bewirkt. Hinzu kommt auch die Mithilfe des Kometen, der die Schnelligkeit mitgeht, der sie stabil hält und der vor allem im wesenhaften Irdischen dann diese Schnelligkeit vorantreibt. Noch sind wir in einer gewissen Ruhe, aber bald geht es los. Es geht über die Dürre, dann zum Wasser und zum Feuer. Auch die Winde kommen. Die Schnelligkeit, die Geschwindigkeit. Es ist ein Ablauf von Gottes Wille. Gottes Wille, er regiert und er sagt, nun muss es zu Ende gehen. Es muss nun der Neuanfang beginnen. Wir sind schon 90 Jahre im tausendjährigen Reich. Schon über 90 Jahre. Wir stehen also schon darin, im tausendjährigen Reich. Was haben wir viel zu tun?
Und doch sollen wir nicht nervig werden, sondern bedacht der Tatsache, dass uns die Hilfe kommt auf allen Wegen, die wir anstreben. Nur müssen wir die Dinge anstreben. Wir müssen also in die Handlungen gehen, in die Tat, gleich was es ist. Der eine geht in die Tat, indem er die anderen führt. Der andere geht in die Tat, indem er die Menschen heilt. Heilen oder führen werden die Menschen zukünftig die Menschen. Und sie werden immer von oben herab sehen, ihre Tätigkeit, nie mehr von unten hinauf. So wie es der Mensch jetzt tut. Jetzt sieht er nur sich als Punkt, als wichtiger Punkt in der Schöpfung und schaut von der Erde auf, hinauf. Und das ist falsch. Der Mensch muss also sich mühen, von oben herab zu sehen, die Gottgesetze anerkennen, zu schauen, wie sie verlaufen, in Ursache, Auswirkung und Folge. Was wir heute sehen, ist nur die Folge im grobstofflich-irdischen. Und es ist Krieg, Gewalt, hin und da etwas Mitgefühl und Liebe. Dann aber in der Auswirkung ist es weit schärfer. Die Auswirkung, wenn wir zurückgehen, so sind die Auswirkungen, dass Misstrauen da war, dass wir den anderen übergewinnen wollten. Wir wollten ihn beherrschen, ihm den Weg weisen. Ja, und dann, wenn wir noch weitergehen in die Ursache des Alles Geistigen, so ist der Mensch abgekommen von den Schöpfungsgesetzen. Er ist abgekommen von den Schöpfungsgesetzen und göttlichen Gesetzen. Immer nur baute er auf an irdischen Gesetzen, damit er sich als selbst, als Herr, vor allem stellte. Ja, könntet ihr die unsichtbaren Wesenhaften sehen, hier im Wald, wie sie den Kopf wegdrehen, wie sie den Menschen nicht mehr glauben, wie sie den Menschen nicht verachten, das können sie nicht. Denn wesenhaft ist wesenhaft und nicht geistig. Sie können den Menschen also nicht verachten, es geht nicht. Das nur alleine kann der Mensch. Achtung haben oder Verachtung. Es ist grauenhaft, was der Mensch mit seinem freien Willen angestellt hat. Das Wesenhafte kann also nur rein aus Gott, aus seinem Willen, Dinge tun, Dinge mitmachen. Und oft muss das Wesenhafte Dinge noch mitmachen, wo der Mensch falsch in die Schöpfung stellte. Bald aber ist es vorbei und sie sind befreit, die Wesenhaften, und dürfen endlich das tun, was Gottes Wille ist. Dann aber muss der Mensch bereit sein, dieses Wesenhafte aufnehmen. Er muss bereit sein, das Wesenhafte anerkennen. Er muss bereit sein, ein Ahnen zu haben vom Wesenhaften. Oder es sogar sehen, was Wesenhafte tut, wie sie die Lebendigkeit in dieser Schöpfung beibehalten, fortwährend aufrechterhalten. Die Lebendigkeit ist ein Teil des wesenhaften Arbeiten in der Natur. Tja, dann passt dieses Hemd ja wunderbar zum heutigen Tag. Die Natur, das Hellgrün, tragt Farben, Menschen. Es ist zu eurem Heil, ja,
zu eurem Heil. Es ist der Schönheitssinn, der sich zeigt, der auch stark dann steht und einfach da ist, als Schönheitssinn, in Kleidern, in schönen Sprache, in schöner Sprache. Ja, das muss der Mensch noch lernen, sich mitzuteilen in schöner Sprache. Aber er wird gezwungen. Will er ins tausendjährige Reich weiterhin verbleiben, wird er gezwungen, die Sprache, die Gedanken und auch die Tat im reinen Sein, im Gotteswillen zu tätigen. Ohne das wird er abfallen, als unbrauchbar und in die Zersetzung gehen. Die Zersetzung heißt, alles, was er erlebt hat, was ihn ausmachte als Mensch, wird er verlieren. Denn viel Unrat ist darin, viel Dummes, Schweres, Selbstgewolltes und nicht eine Spur, dem Gotteswillen sich zu beugen. Tja, es blüht die Zersetzung für ganz viele Millionen, ja sogar Milliarden Menschen. Weil sie können es nicht mehr. Sie haben es nie vermocht, den Willen Gottes zu anerkennen. Ihm Anerkennung schenken. Das konnten sie nicht. Und so gehen sie dahin. So viel zum heutigen Tag, dem hellgrünen Tag, Dienstag, ein wunderbarer Tag im August. Markus Bösch.